Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier mit Breaking News! Leute, wie ich es euch in dem letzten Video, in dem gestrigen Video predicted habe, wird natürlich noch ein weiterer Charakter, Schrägstrich Banner, zum Story-Event zum Vegeta kommen, der gegen Beerus, that's my Bulma Vegeta. Und hier haben wir schon die News dazu. Die News sind aus der offiziellen Facebook-Seite von Dokkan Battle Global. Hab sie auf Twitter retweetet, quasi hochgeladen, könnt euch gerne angucken. Wir wissen nicht viel zu ihm, aber wir haben seine Super-Attack-Animation aus vorweg. Gucken wir uns am besten erstmal direkt die Ulti an. Let's go, machen wir das mal so. Jetzt sehen wir, was er drauf hat. Was? Er transformiert sich. Richtig. Quasi wie ein Great Ape. Besser verglichen mit Beerus. Mit Beerus seinem Rage-Mode. Kommt jetzt ein Vegeta-Rage. Wir sehen, er ist vom Strength-Type, also ist er ganz sicher nicht der Vegeta, der ergilte Vegeta vom Event, sondern ein neuer, wahrscheinlich summonable Vegeta mit höchster Wahrscheinlichkeit, ein aus dem Banner Vegeta. Erste Ulti. Der Dude hat weitere Ultis. Der Dude hat verschiedene Super-Attacks, Leute. Wir haben hier die Big Bang-Attack gesehen, aber boom. Final Flash. Lecker. Und da kommt noch was, Leute. Da kommt noch was. Bam. Genießt diese Ulti, Jungs. Rage. Totaler Rage-Modus. Totaler Rage-Modus. Totaler Rage-Modus, Leute. Das ist... Geh zum G. Leute, was kann diese Vegeta? Das ist wie gesagt aus dem offiziellen Facebook-Seite vom Dokkan Battle Global. Determined to fight back Super Saiyan 2 Vegeta. So heißt er. Geht in den Rage-Modus ähnlich wie Beerus, wenn seine HP 30% oder drunter sind. Das passiert einmalig pro Kampf und er wird für eine Runde dann quasi unantastbar, wie in Great Ape-Zustand. Zusätzlich hat der Super Saiyan 2 Vegeta in seinem Rage-Modus also mehrere Super-Attacken. Und dies ändert sich quasi oder ist abhängig von der Anzahl an Ki, die er einsammelt. Leute, da habt ihr es, wie predicted wird. Das ist die Bestätigung, dass ganz klar ein Banner kommen wird, ein Filler-Banner, ein Story-Banner zum neuen Story-Event. Dieser Vegeta wird höchstwahrscheinlich dort summonable sein. Ich freue mich drauf. Ich habe damit überhaupt nicht erwartet, dass sowas kommt. Ein Rage-Modus für Vegeta. Aber es passt 1:1. Eigentlich hätte man es sich jetzt im Nachhinein denken können. Aber im Nachhinein wird man immer schlauer, Leute. Noch kurze wichtige Info. Auf dem Facebook-Post schaut an, dass es Character Preview Part 1 ist. Also können wir damit rechnen, Part 2. Also morgen quasi, dass dann weitere News kommen zu einem anderen Charakter, der dann in dem Banner auch erhältlich sein wird. Darauf freuen wir uns auch, Leute. Ich wollte euch die kurzen News nochmal rausgeben, ganz kurz. Wie gesagt, ihr könnt das euch gerne nachgucken. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Was haltet ihr vom Rage Vegeta? Also ich bin jetzt auch total am Ausrasten quasi, wenn er kommt. Bis dato, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Zeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace.